Hallo, liebe Freunde. Wir haben ja alle ein bisschen die Brille auf, wenn es um Rundfunkbeitrag so geht. Ich habe die Brille auf, weil ich einen offenen Brief geschrieben habe. Mein zweiter offener Brief an Herrn Lutz Marmor, NDR-Intendant und ARD-Vorsitzender. Der Brief ist ganz schön lang, deshalb beschränke ich mich auf Auszüge. Der erste Brief hat 2 Jahre Ruhe mir beschert. Der zweite Brief hat sich erforderlich gemacht, weil die Bande sich jetzt meine Frau als Adressat auserkoren hat. Und das geht doch gar nicht, ne? Ich habe mich vor 35 Jahren entschieden, gar kein Fernsehen zu gucken. Habe das eigentlich auch, was heißt, durchgehalten, praktiziert. Ich habe meine Mutter mal eine Zeit lang gepflegt im Alter. Also bis zum Schluss habe ich meine Mutter gepflegt. Die hat sehr viel ferngesehen. Und ich habe das dann auch im Nebenher mitbekommen. Und muss sagen, ja, man kann das eine oder andere gucken, tatsächlich, aber das meiste ist ja doch der totale Müll und das möchte man ja, dem möchte man sich nicht aussetzen. Vor allen Dingen, ich habe das relativ deutlich gemerkt, da ich ja schon so lange trocken bin von dieser unheimlichen Giftküchendroge. In der Argumentation für dieses Konstrukt wurde angeführt, dass Mobilfunk und moderne Telekommunikationstechnik flächendeckend erreichbar sind. Das stimmt nicht. Also man beruft sich denn auf etwas faktisch Falsches, aber das ist das Geringste. Ich erhielt seit 2014 Post von Rundfunkanstalten und den Auftragnehmern. Die kamen wie Werbepost. Die meisten Leute kennen das. Und ich beschäftigte mich das erste Mal mit der Problematik, als dann von der Verwaltung die Drohbriefe kamen, die man nicht mehr ignorieren konnte. Aber ich zitiere jetzt hier mal an Herrn Lutz Marmor. Ein aufrechter Richter jedoch erkannte, dass weder Sie, Herr Marmor, noch Ihre Mitarbeiter einer Behörde angehörig sind. Das wissen Sie. Sie sind in einer Anstalt. Somit können Sie auch keine Rechtshilfe ersuchen an Amtskörperschaften stellen. Das Landgericht Tübingen hat Amtshilfe der Vollstreckungsstellen in den Verwaltungen für die Einzugszentrale und somit für die Rundfunkanstalten als rechtswidrig erkannt. Und das in 56 Punkten gut verständlich begründet. Ob dieser Beschluss vom 16.09.2016, der heißt 5T-232-16, noch Bestand hat, ist dabei uninteressant. Dieser Beschluss ist ein Lichtblick. Richter haben die Hüter des Grundgesetzes zu sein und nicht die Herren darüber. Im Bundesverfassungsgericht ist dieser Geist wohl untergegangen. Die Causa Kirchhoff beweist dies unüberschaubar. Dem nüchternen Tübinger Urteil nach sind Sie, Herr Marmor, nicht mehr als ein Bäcker oder Autoverkäufer vom juristischen Status her. Diese würden keine Amtshilfe erhalten. Sie müssten, wie alle einfachen Bürger, den juristisch dafür vorgesehenen Weg gehen, wollten Sie etwas einfordern. Hingegen wurden von Ihnen augenscheinlich Verträge getätigt, welche auch mich ohne meine Zustimmung zum Gegenstand hatten und mich zu Gebührenzahlung verpflichteten. Androhung von massiven Zwangsmaßnahmen folgten nun, um meine Zahlungsbereitschaft zu erreichen. Der Gesamtvorgang ist infolge juristischer Unsicherheit von Seiten der Bediensteten tatsächlich immer wieder in fehlerhafte Verwaltungsverfahren gebettet gewesen. Das bewirkte viele Korrekturen der amtlichen Verfahrensvorgänge, um eine praktikable Form ohne Fehler zu finden. Der eigentliche illegale Zustand selber wurde jedoch bis zum heutigen Tag aufrechterhalten, was natürlich niemals die Rechtmäßigkeit belegt. Rechtliche Ungereimtheiten wurden auch von Ihrer Seite, Herr Marmor, ständig mittels juristischer Kosmetik nachgebessert. Nur die Kraft und Totalität der Macht, dessen Lakai Sie sind, macht das möglich. Diverse flankierende Gerichtsentscheidungen dazu zeigen diese Totalität, welche Angst machen kann, wenn man das zulässt. Ich habe vor Ihnen und Ihren Vollstreckern keine Angst. Ich will Ihnen selber welche machen. Denken Sie mal daran, auch die Nürnberger Rassengesetze, die viele Leute reich gemacht haben, am Gut von Vertriebenen, Gemordeten, sind nicht von Bestand geblieben. Sie waren Grundlage für vorschriftsmäßige Dienstführung in einem System, auf welche sich im Rechenschaftsfalle berufen wurde. Es waren sogenannte rechtliche Grundlagen und sie dienten einem Vernichtungssystem. Das tun Sie auch. Ihr System vernichtet die Ansätze von politischer Demokratie,
Die Berufung auf juristisches Recht wurde auf die Staatsverbrechen im Dritten Reich ebenso in Anspruch genommen, wie Sie es für Ihre kriminellen Forderungen mittels Staatsvertrages jetzt tun. Ich bin selber schon einmal völlig rehabilitiert worden. Ein Gericht hat mich ebenfalls Gesetzen folgend, dabei diese Gesetze noch beugend, zu einer erheblichen Gefängnisstrafe verurteilt. Aber das ist egal. Es gibt viele Gründe, sich der illegalen Zahlungsverpflichtung zu entziehen. Meine Gründe sind legal, sie basieren auf dem Recht der Abwehr, somit auch auf dem Grundgesetz und auf der Menschenrechtspräambel. Das normale Kaufmannsrecht und der unverdorbene Menschenverstand flankieren diese Fakten in diesem konkreten Falle in Selbstverständnis. Eine von mir wahrgenommene unvollständige Auswahl der Gründe, Sie und Ihre Mafia, der Sie angehören, zu bekämpfen, möchte ich den verantwortlichen Machtmenschen hier nun unmissverständlich zur Kenntnis geben. Erstens, Gewissensfreiheit ist ein Hauptrecht im Grundgesetz festgeschrieben. Mein Gewissen erlaubt es mir nicht, Sie und Ihre Mittäter finanziell zu unterstützen. Zweitens, laut UNO-Menschenrechtskonvention, es gibt 30 festgeschriebene Menschenrechte, wird der Zwang zu unnützer Arbeit als Folter klassifiziert. Wenn von mir Zahlungen für Leistungen gefordert werden, welche ich nicht in Anspruch nehmen will, so muss ich durch Arbeit erworbenes Geld für etwas ausgeben, was mir nicht von Nutzen ist. Das sind sinnlose Zahlungen. Das dafür nötige Arbeitsvolumen erfüllt dann den Charakter von Folter. Drittens. Dieser Charakter ist umso eindringlicher gegeben, weil ich damit ein mir zutiefst widerliches, meiner Weltanschauung und Weltwahrnehmung oft entgegengesetzt wirkendes Unternehmen mitfinanzieren soll. Viertens. Viele Sendungen, sowohl von ARD als auch ZDF, erfüllen darüber hinaus selber den Tatbestand von psychischer Folter. Denn sie sind von psychopathetischer Wirkung wegen der forcierten Darstellung von Kapitalverbrechen, Mord, Perversion, Gewaltverherrlichung unter dem Deckmantel von Unterhaltungskunst. In seiner überwiegenden Praxis ist ihr Unternehmen Fernsehen, Verbrechenskultur mit Verdummungswirkung. Sie vermitteln den Menschen keine Werte, sie sorgen für Abstumpfung. Ich drehe mal um das Blatt. Sie bedienen Dumpfes, da sie es produzieren. Das erfüllt umso mehr den Tatbestand eines satanistischen Sendungsbewusstseins, da es breitbandig realisiert wird. Es geschieht subtil bis zur äußersten Verrohung hin. Fernsehtrainierte Leute merken dies allerdings gar nicht mehr. Ich bin durch meine Abstinenz dafür sehr sensibilisiert. Der Punkt 5 führt an. Die fordernden Sender leisten keine neutrale politische Berichterstattung. Sie bedienen sich der Praxis von Lüge, Desinformation, Propaganda. Als partielle Kriegstreiber sind diese Kräfte mitverantwortlich für Kriege, Bürgerkriege und zivilen Unfrieden bis hin zum Terrorismus. Diese Sender schaden außerdem der deutschen Sprache, der deutschen Kultur, verursachen wirtschaftliche Schäden durch Beförderung von vor allem angloamerikanischer Film- und Musikkultur. Deutsche Kulturträger sind hierdurch in eine erniedrigende Situation von prostituierenden Selbstsubventionsjägern und Nachäffern gezwängt oder sie werden durch Überbrüllen faktisch medial mundtot gemacht. Punkt 7. Diese Sender dafür alimentieren zu müssen, ignoriert das verbriefte Recht des freien Willens. Dieser freie Wille ist nur noch als Form der Vogelfreiheit realisierbar. Denn schon der kleinste Besitzstatus wird als Hebelpunkt für Zwangsmaßnahmen zum Ansatz genommen. Ich will diese mir feindlich gegenüber wirkenden Sender nicht mitfinanzieren. Nehmen Sie das bitte zur Kenntnis. Die Praxis der Inhaftierung von Zahlungsverweigern, in Klammern Sieglinde Baumgart und andere, zeigt eine Art Höhepunkt dieser modernen Inquisition. Solche Inhaftierungen stellen eine atemberaubende Inflation des Rechtes dar. Inhaftierung zieht in dieser Gesellschaft, wo ein Arbeitsplatz eine Art Luxusgut ist, außerdem einen wirtschaftlichen Einbruch nach sich. Diese Erziehungsmaßnahmen sind also existenzbedrohend. Existenzbedrohung ist Lebensbedrohung. Was beugehaft ist, steckt in dem Namen. Hier sollen Menschen gebeugt werden. Diese Maßnahmen stehen nun wirklich in überhaupt keinem Verhältnis mehr. Und es entsteht eine diffuse Assoziation zu dem einstigen juristischen Begriff Schutzhaft. Neuntens, die Forderungen der Sender sind asozial. Die Bezüge der Bediensteten in den Senderanstalten stehen in keinem Verhältnis zu einer gerechten Entlohnung.
Hier bedient sich eine neue Aristokratie über eine verdeckte Steuer willkürlich. Ihre fürstlichen Einkünfte basieren auf zwangsmäßiger Enteignung nach ihren Bedarfsfaktoren zu meinem Nachteil und zugunsten der mafiaähnlichen Strukturen, denen sie vorstehen. Mein durch Arbeit erzieltes Jahreseinkommen beträgt so ungefähr 10.000 Euro. Da sind noch ein paar andere Bezüge dabei. Neidlos blicke ich auf Jahreseinkommen bei Intendantenstellen der Sender. Mein Lebenseinkommen kann mit solchen Summen fast nicht konkurrieren. Aber so weiß ich erst recht, dass die praktizierte Legalität eine kriminelle ist. Die belohnende Struktur des Systems stuft Sie durch Ihre finanziellen Bezüge weit über vielen hohen Politikern ein, einschließlich Kanzlerposten. Das offenbart Ihre propagandistische Schlüsselposition für eine Machtstruktur, welche keinesfalls vom Volke, dem Souveränen, ausgeht. Das wissen Sie auch selber, denn Ihre Aufgabe ist es ja vor allem, ein generelles Systemvertrauen zu schaffen. Ein Führervertrauen ist in dem Wort Leitmedium enthalten. Und elftens, Sie benutzen für Ihre Betrügereien alle Strukturen, deren Sie habhaft werden können. Hier nun ist die Grundlage des physischen Wohnens zum Garant Ihrer Erpressung gekürt worden. In Deutschland gibt es aber 860.000 Obdachlose. Die holen Sie nicht ran. Ich lasse das mal so stehen. Die Gleichheit vor dem Gesetz ist dadurch auch verletzt, aber andererseits ist es doch beschämend, dass in unserem Land so eine Zahl genannt werden muss. Und wer ist die Ursache, dass so viele auf der Straße leben? Das hat auch die Unersättlichkeit von all diesen Leuten zur Ursache. Denn ohne die Reichen wären die Armen nicht so arm. Fazit: Aus diesem Grunde klage ich Sie an und die verantwortlichen Intendanten auch. Ich bemühe mich dabei um eine möglichst weitgreifende Veröffentlichung meines Briefes. Keine wirkungsvolle Zeitung wird das hier drucken. Es ist alles egal, kein Sender wird das hier senden. Es ist ja alles viel zu korrekt, politisch korrekt. Und diese Korrektheit ist alles andere als korrekt, denn sie ist Zensur. Zensur durch unberufene Subjekte wie Sie. Sie stellen eine charakterlich minderwertige Negativauslese der Gesellschaft dar. Mag auch Ihr gefühltes Ansehen sowie Ihre finanzielle Alimentierung befriedigend sein und entschädigende Wirkung für Sie haben. Ich fordere Sie ganz banal auf den Boden von ordentlichem Kaufmannsrecht zurückzukommen. Beenden Sie Ihre unverschämten Forderungen mir und allen gegenüber. Beenden Sie Ihre Zwangsmethoden, wenn Sie Geld verdienen wollen. Dann gehen Sie doch einer Arbeit nach. Ich mache das doch auch. Verkaufen Sie doch Ihre Fähigkeiten auf dem freien Markt nach dem Prinzip von Angebot und Nachfrage. Es sind doch die Regularien des Systems, dem Sie frenetisch huldigen. Da ich weiß, dass Sie nie diese Sache so machen werden, ist es mir eine tiefe Genugtuung, Ihnen meine unversöhnliche Verachtung auszusprechen. Lediglich meine strikte Verweigerung jeglich schwarzmagischem Gedankengut gegenüber verhindert, dass ich Sie und Ihre Vasallen kraftvoll verfluche. Sie selber erkenne ich jedoch deutlich als einen schmarotzerischen Schwarzmagier und somit als Knecht im Dienste der Satanisten dieser Welt. Diese Homunkuli, Ihre Dienstherren und auch die Damen verachte ich mit einem Gefühl, welches dem Hass nahe ist. Liebe Freunde, viele Briefe könnt ihr kriegen, auch von euch. Tut einfach was. Ihr tut es für euch. Demokratie ist was, worum man jeden Tag kämpfen muss. Das sind so meine Binsenweisheiten. Ich will euch nicht voll labern. Aber auf jeden Fall ist das die Spitze des Eisberges, was hier passiert. Und es ist auch eine Unverschämtheit, die sich nicht mal unsere DDR-Oberen getraut hätten, Geld für etwas haben, also zwangsmäßig und mit Gefängnis und was ist alles so. Wir dürfen uns das nicht bieten lassen. Tschüss und winke, winke.